Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Wargify von uns. Machst du auch noch eine Matze? Ja, servus Leute, was geht bei euch so? Ich hoffe, ihr habt die Feiertage von Weihnachten und auch Silvester bzw. Neujahr gut überstanden. Seid hoffentlich gut reingerutscht in das neue Jahr. Genau. Frohes neues Jahr euch auch noch von uns, so mehr oder weniger offiziell. Das hört sich so Und an, als würdest du essen, David, stimmt das? nee, wie kommst du da? Nee, wir waren ja beide sehr irritiert von dem abrupten Start des Falls und so. Da mussten wir uns etwas beeilen. Es geht Aber erst in okay. 4 Sekunden los. Ihr seht jetzt zwei Warriors, die hier gegeneinander kämpfen. Hatten wir doch bisher noch nicht gehabt, oder? Nee, Und da geht's nee. schon los. Mit etwas Verzögerung. Holy shit. Kann es sein, dass es leicht leckt, oder? Hier ist auf jeden Fall gleich die Giftkanone. Oh nein, die wurde angezündet. Als ich voll geladen habe. Die auch. Oh Gott, nein. Also das sind die roten Dinge hier im blauen Wolke. Und die haben schon richtig kassiert, deren Artikel sind gleich alle down. Aber hier das lila-schwarze Wolke sind dann auch zwei gestorben. Explodiert nach der SMA. Das ist Das mega das könnte Chaos. sein. Alter, also, ja, das ist echt Chaos. Hier ist ja Voll los. voll explodiert. Aber diese SFAs haben hier ordentlich reingehauen. Die haben hier viermal einen Alter. Durchschuss. Aber das sind als eine SFA sich irgendwie selbst zerlegt. Hier ist alles kaputt in bei Team Blau. Alles. Ohne Scheiß. Ja? Ja, hier ist alles kaputt. Alles. Lol, wo? Oben meinst du, oder? Nein, Mitte. Mitte? Alles weg, alles weg. Also hier leben noch Spieler, aber hier, Alter, hier steht nichts mehr. Lol. Mal schauen, wie das oben aussieht. Haben die oben eigentlich Kanonen? Die haben nämlich gar keine Artis, oder? Bei Team Blau. Ach so, ich meine, das ist blau Bei Worgi, Team meinst Blau, du? ja. Bei Ach so, beim Team Team Blau. Blau ist echt alles futsch, ja. Alter, hier hat sich. Also eine S-Farbe habe ich gehört, hat sich wie selbst zerlegt. Oder zumindest hat es von außen so angehört. Oh, der Gummibaum ist gestorben, schade. Hat wohl nicht genügend Wasser bekommen. Wurde abgeholzt. Ja, oder das. Oder das. Aber heftig. Hier oben sind. Nee, warte. Ohne Scheiß, Team Blau hat keine Kanone mehr. Die ist halt in der Mitte So schnell gehen die alles. Waffen heutzutage. Das ist echt so. Also so schnell geht. Ah doch, hier unten. Lol. Hier die Lumpf oder was das ist. Funktioniert noch so halbwegs. Ah, ich gehe mal wieder schnell wieder raus. Aplasi, fell from a higher plane. Das war nicht. Also, die Teams waren vorher halbwegs ausgeglichen. Ich habe leider auch nicht mitbekommen, wie viele genau in den Teams waren. Aber die waren halbwegs ausgeglichen. Und jetzt sind es Schon nur drei stirbt Bauern. Team Blau gerade richtig ab. Tatsächlich, hier unten ist noch einiges funktionstüchtig. Hier sind alle letzten drei blaue Mitglieder. Und was Ja, zerlegt. vielleicht könnten sie damit sogar noch Schaden machen auf Dauer. Allerdings kann sich natürlich, also das Team Rot, die schießen ja auch ordentlich zurück. Und zwar auch hier unten. Also schießen die sich irgendwann zwangsläufig ab, habe ich das Gefühl. Ich komme wieder ein Schuss. Oder auch nicht. Doch. Hä? What Problem ist the auch fuck? häufig, dass die Kanonen gar nicht mehr an die anderen rankommen, wie die oberen Luftkanonen. Ja, das stimmt auch Oh, wieder. was war das? Ach, das war. Okay, das war sogar abgeklappt. Mal wieder raus. Schau mir an, wie die. Was ich gerade für einen Also Team Schaden Rot hat anrichten. oben zwar seine Artis komplett verloren, die ist oben alles im Arsch. Aber ist bei Team Blau in gewisser Weise auch so, aber die Mitte ist bei Team Rot noch ein bisschen besser erhalten. Da hat sich natürlich auch keine SFA in die Luft gehalten. Oh, das ist eine schöne Brücke, finde ich. Das ist eine schöne Brücke. So richtig schön in der Aufnahme. Was ist passiert? Das wüsste ich auch ganz gern, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte den Server crashen oder irgendwas, was stand da, ne? Wahrscheinlich am Ende. Aber das Vorteil ist hier, dass man hier immer wieder Kanonen verbaut sind, die nur einen, das im Lauf nur eins breit ist. Das ist durchaus ganz praktisch, weil man so nicht so leicht in die Kanonen reinschießen kann im Normalfall. Lol, wieso sind da Zuschauer in der Arena? Kannst du mir das sagen? What? Wo? Hier unten sind Zuschauer in der Arena, oder? Arena, wir haben doch gerade zur Arena gesagt, das ist eine neue, also fast eine neue Arena hier.
auch bei Planet, die Omega Arena. Sieht ziemlich schick aus. Stylisch aus, ja. Ist auch nicht so krass überladen, wie diese eine, die sie auch mal neu gemacht haben, die so übertrieben viel buntes Zeug überall hatte, ne? Das ist dann eine persönliche Ansichtssache, sag ich mal. Und hier in der Mitte ist dann auch Durchschuss, Gefahr. Und dann wird hier die mittlere Lupfkanone von Chris Cross LP sicher etwas in Mittellandschaft gezogen. Bin ich gespannt, wie lange die anderen da doch durchhalten. Oh ja, das ist in die Luft. Hat der Schuss gerade noch Luft? Nein, doch, es hat die Kanone aber zerstört. Es hat die Kanone zerstört. Das ist natürlich ärgerlich. Na, doch, da war ja einer. Wie viele Rote leben noch? 2, 4, 6, 8 gegen 3. Boah, das ist natürlich. Das ist natürlich schwer. Ja, ich schau mal gerade, was bei denen da funktioniert. Also die obere Luft funktioniert hier anscheinend nicht. Hier hinten, die Kanone ist auch zerstört. Ja, haben die sich alle selbst in die Luft gejagt? Ja, komm, ne? Ne, die mittlere von der anderen. Von der anderen. Welche, die mittlere Stich? Oder? Nein, Schlupf. Und die von den drei, die noch produziert haben, die drei Lupfs. Mhm. Die mittlere davon. Ja, ich bin ja bei ein paar Stichen. Oben in der Mitte von den roten Themen. Ach die so. Haben, das sieht alles aus, als ob sie sich selbst zerstört haben, weil die Treibhauskammer futsch ist und der Lauf noch komplett intakt. Das könnte natürlich sein. Jetzt weiß ich, was du meinst hier, ne? Das könnte sein. Bin ich mir nicht sicher. Au! Warte mal auf die Achse schießen. Ich frage mich ja, ob die überhaupt noch irgendwas hinkriegen da unten. Ich glaube, die dann gleich mal in den Vorfahrt gehen sollten. Ja, wo sie schießen. Hier. Oh mein Gott, seit wann fliegt man hier so weit raus? Immerhin muss ich nicht wieder rausfliegen. Ah, hallo. Auf Dauer schießt ja, die Feuer einfach raus. Die ganze Zeit. Hallo? Die feuern hier die ganze Zeit ihre Dingskanonen ab. Aber ich frage mich, ob wir noch überhaupt irgendwas anrichten, außer hier ein bisschen mehr reinzugraben. Allzu viel Schaden machen. Wobei, hier hinten. Links und rechts von den Einschusslöchern ist gestorben. Lupfkanonen. Wo ist der jetzt gestorben, der blaue? Das ist eine gute Frage, aber die waren uneigentlich. Alles klar, der Chat eskaliert schon wieder. Wo sind die restlichen beiden? Da ist einer. Und wo ist der andere blaue? Da sind beide hier. Da schießen sie aber gleich rein, Team Rot. Da schießt sie auf Dauer richtig rein. Ja. Da kam doch gerade der Schuss. Ich würde sagen, jetzt halt. Es laggt echt ein bisschen, habe ich das Gefühl. Team Blau schießt. Oh, nice, haben sie zerstört. Die haben die Kanone hier zerlegt. Team Blau hat noch eine Kanone zerlegt. Mit den wenigen, was sie noch haben. Haben nicht sie die überhaupt noch beschossen, die Kanone? Ja. Hat die Kanone überhaupt funktioniert? Die hat gerade geschossen, ja. Und. Obwohl die. Ja, also, na, mit der haben sie nicht geschossen, aber ich glaube, die hat schon noch funktioniert. Aus der schießen sie noch und die ist gerade in die Luft geflogen. Die war aber voll beladen, also ich denke, die hat schon funktioniert. Ist auch irgendwie so. Jawohl. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wie hier. Übel, alles erstmal fehlt. So lustig. Jetzt sterben aus dem Team Rot alle, wie die fliegen. Und hier wird's langsam eng. Nein. Da muss ich jetzt beeilen, sonst kommt er wahrscheinlich nicht mehr zum Abfeuer. Und Team Blau schießt zuerst. Oh, hat sich da hinten noch. Ja, ich glaube, er hat wieder eine Kamera zerlegt. Die erste war da hinten. Aber es bringt ihm halt irgendwie nichts, glaube ich. Und die Schüsse hier, die treffen direkt dahin, wo die Technik dieser Kanonen ist. Wenn sie jetzt die Leiter schön hochstellen, dann könnte sie durchaus weiter reinkommen. Boah, Alter, dieses Plugin. Das macht mich echt fertig. Lass mal Plug-outen. Einfach ausstecken, das Plugin, dann ganz besser. Dazu sage ich einfach nichts mehr. Da fehlen mir einfach schon die Worte. Du hast doch gerade was dazu gesagt, oder nicht? Nein, das ist ein schlechter Wortwitz oder was du auch immer damit erreichen wolltest. Ich wollte halt erreichen, dass du mal wieder beweist, wie du dazu nichts dazu sagen kannst. Ach so, okay.
Erstmal Betäubung. Und jetzt. Oh, das wird immer knapper hier. Irgendwann schießt er hier rein. Irgendwann schießt er hier rein. Dann ist vorbei. Dann sind beide Kanonen. Die Schicht ist auch schon weg hier gerade eben. Ja, hier ist schon die Tel. Ja, sie haben schon was zerstört. Sie haben schon was zerstört hier oben, oder? Ja, doch, das gehört schon zu können. Das ja, das oben geht nicht mehr. Hat sich selbst zerlegt jetzt? Ja, hat sich selbst zerstört dadurch. Hat sich selbst zerlegt. Ach, ja. Und ist die andere Kanone auch kaputt, ja. Andere oder? Kanone die auch. Andere ist. Ja, aber sie sind hier durch. Sie sind hier durch. Schießt er noch? Funktioniert das auch? Das könnte sein, dass es sich jetzt auch zerlegt. Ja, aber es funktioniert noch. Ja, so, ne? Gerade aber so. Ein Schuss, ja, beim nächsten also Schuss. Also, Redstone ist gerade so noch da hier. Ja, beim nächsten Schuss. Oh, jetzt bleibt er nochmal. Oh, das ist eine Fehlentscheidung, denke ich. Ja. Lol. Ach, das ist die Kiste, die in die Luft geflogen ist. Deswegen so, ist so, wenn er jetzt hat Glück, dass die Kanone kaputt ist und ich trotzdem abfeuert, dann. Dann. Ich glaube, er hat nur da beladen, wo sie noch geht. Der ist ziemlich schlau, der Typ, glaube ich. Ne, hat er nicht, weil hinten geht's zum Beispiel nicht und hat er mal Laden. Ja, okay, dann fliegt er jetzt in die Luft. Okay, ja, stimmt. Na, hier geht ja fast gar nichts mehr auf der Seite. Hier geht gar nichts. Würde es immerhin ganz interessant zu betrachten sein. Ja, wie er in die Luft fliegt. Vielleicht kommt auch der erste Schuss von dem Blauen rein und jagt ja alles in die Luft. Das wäre ziemlich lustig, ja. Aber ich glaube, der Blaue, der schießt gar nicht mehr. Oder? Ja, der schießt gar nicht mehr. Aber jetzt fliegt er sowieso nicht mehr. Er sucht das Weiße. Er läuft weg. Er kommt wieder. What the fuck? Ach ja, interessant, die Kanone wird jetzt von zwei Seiten gepowert. Ich dachte schon. Haben die es extra gemacht, falls eine Seite beschädigt ist, oder wie? Ich nehme es mal an. Ja, witzig. Aber schießt er noch weiter nicht mehr, ne? Ne, vermutlich. Ich meine, das bringt ja hinten auch nicht mehr viel. Das Leben ist auch eh nur noch zwei Leute. Wenn jetzt da die Leiter weggeschossen wird. Das wird ziemlich lustig. Lol, die Kanone hier hinten ist ja kaputt. Hat er sie hochgejagt? Oder hat sie sich selbst zerstört? Die gerade noch die ganze Zeit geschossen hat, die ist kaputt von dem blauen Team. Vom roten Team. Oh, keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Aber, oh, der eine ist hier gestorben, beim Bowfight. Ist gerade noch verbrannt. Wie wurde er denn getroffen? Wurzel. Ja, ist echt so. Jetzt lebt nur noch Secret 9. Secret 9. Boah, die Lags von diesen Pistons, ey, ist unglaublich. Eigentlich sind solche Pistenmechaniken ja durchaus ziemlich cool. Also aber wenn die dann solche Lecks verursachen, ich weiß ja nicht. Ja. Wir sind immer da. Wenn wir gehen, dann verabschieden wir uns. Mhm. Meistens. Simon vergisst es. Sieh gut, nein, bitte stirb mal schnell eine Runde. Eine Runde sterben gehen. Wie wäre das? David, wäre doch ein Vorschlag für dich, oder? Spaß. Ach ja. Wir beginnen das neue Jahr, so wie wir das alte aufgehört haben. Mit Bullshit-Labern. Ja, das stimmt. Mhm. Secret 9. Jetzt kommt's auf dich drauf an. Nee, ich geh nicht sterben. Ich stimme jetzt einfach hier hinten. Nein! LOL! Ja, okay, ich bin runter. Nice. GG. Ach du Scheiße. Was? Hä? Lol. Wollte er gerade schreiben, wurde dann getroffen vom Bogen, oder was? Ich glaube schon, was ja. Ein ja, aber ist das Snipe, Game vorbei? Ey. Krass, wieder getroffen wurde, mit so einer Distanz, ganz hinten hinter dem Schild. Nicht schlecht. Hä, aber... Kam die Meldung schon, dass das Team Rot gewonnen hat? Ja. Ah, die hab ich dann nicht gesehen. Haben sie? Okay, gut, dann machen wir an dieser Stelle einen kurzen Cut und dann werden wir uns beim Fight ranschneiden, indem wir diesmal selbst mitspielen. Bis gleich. Bis gleich. So, sind wir wieder. Oh, es geht schon los. Ja, eure Kanonen schießen zuerst. Ihr seid ein bisschen dumm, hab ich das Gefühl. Weil noch macht ihr keinen Schaden. Wieso gehen die Kanonen an? Kurze Türken. Ja. Mats ist in diesem Mal Team Blau, nicht hier. Okay. Wir sind Team Rot wie ich. Wieso komme ich hier nicht ins Feuer rein? Wer hat die SFAs angemacht? Haha, da wird geflamed bei euch. Ah, kriegt mal euer Team auf die Reihe. Die flamen nur. Also, ich bin in diesem Morgen, das hatten wir schon mehrmals, dieses Steine und Stein- und Netherquarz-Ding. Und irgendwie will ich ganz hoch zu einer Art hier, weil ich bin halt was falsch. Ganz hoch hinaus willst du? Alles klar. Das sowieso. Oh, ein Kaktus! Und ein Kaktus! Die Star Wars.
abgefuckt ist. Ja, was die gerade alles für Scheiße gearbeitet haben, das musst du erstmal hinkriegen. Ganz vorne. Nein, es gibt keine Kanonen mehr. Ja, es wir gibt sind keine Kanonen mehr. Team Blau sind so viele. Wir haben hier mehr als 9 Leute. 2. Oh, was ist denn da los? Warte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 Leute. Ich bin. Ja, wieso? Ich seh keine Anzeige davon. 2, 4, 6, 8, 10. 13 gegen 10. Und da unten geht's schon los. Da oben ist ja noch. Verdammt! Hallo? Auf dem Dach ist auch alles bei euch ja noch keiner, hab ich das Gefühl. Ich muss halt niemanden gesehen. Entweder sterbe ich jetzt gleich oder. Ich bin gleich auf dem Dach. Bereit für den Wurf halt vor. Alter, unter mir explodiert alles. Unter mir explodiert alles gefühlt. LOL. Aber wir haben doch die Automatik viel zu früh abgeschossen, Matze. Was tust du denn? Ich bin in deinem Team, du Lappen. Ja. Ich sag ja, wieso schaffst du die Gruppe so schnell? Matze, bitte. Ich lebe noch. Ja, ich meine, wieso stirbt dein Team so schnell? Da unten hat sich eine Automatik in die Luft gejagt. Oh, 2 Schuss sollten reichen, wenn es eine halbwegs gute Kanone ist. Oh fuck. Da ist einer. Oder? Ja, das sieht gut aus. Okay. Ah, oh scheiße, ich werde meiner hinter in also die Maus zu vitieren, gesundes ist ja ungefähr stutzt. Nicht mehr den Mann. Stutzt. Was? Die Maus sind. Da bist du. Komm her, du Spaß. Ah! Was machst du? Ich schieß auf dich. Du beschießt mich doch nicht, Alter. Hab ich dich getroffen? Einer hat dich getroffen. Nein, mich hat niemand getroffen. Dann hat doch wer deinen Skin. Und sagt MC. Ey Leute, wir reden nicht 24/7 mit MCUV. Was denkt ihr euch eigentlich? Ich hab auch schon seit Ewigkeit nichts mehr von ihm. Okay. Dann hat einer denselben Skin wie du. Mann. Legitness, ey. Junge, Lippler, hör mal auf so zu spammen die ganze Zeit, Junge. Das hab ich schon mal gebracht, so. Das kann neu sein, ja. Warte, der da unten ist so eine TNT, ich da reinschießen kann. So, ich glaube, ich werde einfach mal ein bisschen in der Mitte noch feuern. Oh, hoppala, ich brauch ein bisschen mehr. Nice. Nein, ich hab schon wieder vergessen! Ach, fuck! Traf aber dein Handy aus, ehrlich. Was kannst du eigentlich? Ja, sorry, ich vergesse nicht. Wer lebt denn eigentlich noch aus meinem Team? Ich hab die Anzeige rechts leider nicht. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, es sind einfach zu viele Leute gerade. Nein! Oh, Kurva! Du Drecksack! Wer hat gerade das Teil angemacht? Ich hab niemand gesehen im Video! Du Traitor, ich glaub's nicht! Was ist denn passiert, Alter? Lol, da brennt einer. Hab ich den? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir ihn getroffen. Ich sehe das mal als Teamspiel an. Dass man als Team gewinnen muss. Daher habe ich glaube ich gerade. Nice, den habe ich getroffen. Das hat man gehört. Alter! Da ist ein Celebration, habe ich das Gefühl. Ja, kommt ja einer aus meinem Team. Ich bleibe halt gerade die Kanone. Kommt ja einer aus meinem Team und aktiviert die halt, dass ich da reinfalle und in die Luft fliege. Nice. Er ist, glaube ich, ziemlich am Arsch. Ich kann meine anderen killen hier ein bisschen micromanagen. Noch mal. Oh! Du hackst sie ganz wegen, ja genau. Alter, wer war denn das? Ich hab bis jetzt nur halb gesehen, vielleicht sieht es mir auch noch besser, ne? Ah, ich mach schönen Shitstorm für den Typen bitte, ne? Shitstorm. Damit fordert sie Flame auf, Alter. Ich pack's gar nicht. Ja, ja, irgendwie. Schön ordentlich, ne? Wer lebt denn noch? Jetzt hast du die Anzeige. Ach, jetzt ist die Anzeige. Das ist echt unglücklich. Ich bin halt Team Blau, also es sieht irgendwie aus, als könnten wir gewinnen. Oh, ich hab kurz Angst gehabt. Junge, steiger nicht so, ja? Ich schieß ja auch nicht direkt da rein bei dir. Ich versuch's zwar, aber ich schaff's nicht. Deswegen darfst du nicht da reinschießen. Was ist diese Logik? Ich kann erstmal an den Tag legen. Kommen wir mal Matze zu, was er macht. Dann Matze. Er wurde getroffen, oh, schon von mir, aber geiles Team. Nice, er ist tot. Da ist noch einer dahinter. Ist jetzt ganz da hinten irgendwo. Der springt wieder runter. Oder? Ne, der ganz da hinten steht da. Hallo David, ich sehe dich, mein Freund. Ach, du siehst mich, fuck, ich muss wenden. Yes. Und jo.
Okay, jetzt siehst du mich nicht mehr, aber ich sehe dich. Oh, jetzt können wir, ich kann jetzt einen Shoutout geben, wer mich hier gerade gestört hat in der Aufnahme. Es ist eine die Meldung, dass irgendjemand über YouTube einen Kommentar gemacht hat. Chris-TV hat folgenden Kommentar gepostet. Lest den Kommentar doch mal voll. Interessant. Lest den Kommentar doch mal voll, was? Doch mal vor, habe ich gesagt. Aber voll habe ich verstanden. Ja, dass du voll bist, das ist mir schon klar. Bin ich voll, du bist voll. Nö. Hast du es also nicht? Das stimmt wahrscheinlich. Ja. Just kidding. Naja. Wo seid ihr denn alle? Oh, nur noch. Aber es ist relativ ausgeglichen. Wir sterben alle gleichmäßig auf beiden Seiten, glaube ich, oder? Nein, von uns leben. Nee? Von euch leben nur noch zwei. Ey, was sag ich denn? Unser Team ist voll verkackt schon wieder. Was du nicht sagst. Durch diese Teamkiller einfach die ganze Zeit. Ja, vielleicht machen wir auch mal wieder eine Aufnahme. Ich würde jetzt gerne darüber gehen und einfach den Warrior stürmen, aber. Punkt. Ja, ey, das ist echt hart langweilig. Keine Ahnung, wir können ja mal wieder Warships oder. Dein Ernst? Tanks spielen. Ja, keine Ahnung, World of Tanks ist eigentlich ganz lustig. Haben wir das halt wieder mal ein bisschen gespielt. Können wir mal wieder aufnehmen, glaube ich. Wurde jetzt auch angefragt mal wieder von euch. Wo sind denn die letzten beiden bei euch? Ohne Scheiß, das ist hart langweilig. Ich kann sie mal ausfindig machen. Und sie dann nicht sagen, weil ich kann sie eigentlich teamkillen? Fall und Bogen? Glaub nicht. Und dann würde ich eigentlich denken, dass da wir jetzt Ferien haben, dass wir viel Zeit hätten für YouTube und so, aber denkst du, weil irgendwie. Okay, Matze hat viel Zeit für YouTube. Matze können wir wieder ein Solo-Projekt machen, ne, Matze? Nee, nicht Spaß. Aber, ich muss schon wieder so viel machen über die Ferien. Voll fail. Irgendwie. Hit the ground too hard. Wow, das war jetzt richtig knapp, dass ich hier auch einen Abgang mache. Holy shit. Einmal zu lang W gedrückt und dann ist vorbei, ey. Dann ist der Ofen eh schon aus. M8, jetzt kannst du bitte in den Bofight kommen, wo auch immer du dich gerade rumtreibst. Ich bin nett, dass du ihn jetzt auch M8-Ritz nennst. Ja, so heißt er ja. Ja. Matritz. Was? Matritz. Nein. Weil das soll sich so cool Englisch ausgesprochen werden. Irgendwas geschrieben? Nein. Ich langweile mich gerade etwas. Na, ach nee. Ja, ach ja. Nee. Du langst dich ja anscheinend nicht, oder? Ja, doch. Das ist ein Spieler aus deinem Team keinen Schaden zufügen. Das ist natürlich dumm. Ich kriege für Zuschauer. Das ist ja eine Menge TNT. Ich schieß mal auf die Zuschauer. Blättert er das gerade? Feind, holy shit. Legit. Was ist? Kann ich den. Warte, da ist ein roter bei den Zuschauern. Kann ich den anzünden? Nein, er ist nicht in der PvP-Arena. Was? Hast du die Zuschauer beschießen? Ja. Warte bitte, was tust du denn? Wieso wäre ich jetzt eigentlich nicht weggekickt, wenn Matze hier noch spielt? Ich werde überhaupt nicht weggekickt. Lulz. Oh was, ich kann ja auch kein TNT blenden. Wieso kann ich ja kein TNT blenden? Ich würde dadurch TNT blenden, dass der andere runter explodiert. Kannst du kein TNT blenden? Nein, kann ich nicht. Kann ich hier auch nicht. Ach, weil es oben, ganz oben auf dem Dach ist. Warte, dann müssen wir das hier machen. Wir schauen euch auch mal, ob wir demnächst mal wieder einen Warship-Fight organisieren mit Mr. Creative hier auf dem Server. Kann ich hier? Nice. Legit! Mats, mach doch keine Team-Damage. Was tust du denn? Ah, warte, kann ich den runterkicken? Bitte lass es sie nicht merken. Bitte lass es nicht merken. Was? Ja, jetzt spielt Matze den Traitor für deren Team, ne? Da wir ja auch einen hatten. Herrlich. Gerechtigkeit muss sein, was?
Wo ist denn dieser Macht jetzt eigentlich? Unten ist er. Matzi riecht sich gar nicht mehr ein. Herrlich, herrlich, einfach herrlich. Wo ist denn der M8-Ritz jetzt? Ich guck gerade. Ganz unten. Er hat, glaube ich, vergraben. Willst du ihn bitte killen? Auf Netcamp. Nein, auf Netcamp. Das wäre jetzt echt geil, wenn er da unten irgendwie so seinen Campingstuhl auspacken. Alter, ernsthaft, wo ist denn der? Keine Ahnung, du musst es doch wissen. Ich glaube, er hat echt vergraben. Oh shit, ich fürchte, der baut hier hinter mir. Rest. Oh, TNT. Ich wusste es, ich wusste Nein, es. Nein, so schreibt man nicht. Ich hab's angezündet. Was hast du? Ich hab's angezündet. Sabotierst du schon mehr, oder was? Der andere hat hier TNT geplantet und wollte die auch wegjagen, also glaube ich, und dann, dann bin ich hintergelaufen und hab mit dem Bogen draufgeschossen und hab's angezündet. Alter, dann. Ich glaube, wenn der M8-Ritz noch länger campt, dann haben wir halt echt ein rotes Gewinnerteam. Oh Mann. Ist es irgendwie nicht echt in jedem zweiten Fight so, dass irgendjemand hat langweilig? Alter, hör auf zu spammen! Ja, ganz im Ernst, aber wieso verkämpft man sich denn so kernbehindert? Holy shit, gibt's viele Commands. Für sowas sollte einfach ein Command geben, das ist keine Ahnung, so ein Wargefährt irgendwie maximal 8 Minuten oder sowas dauert. Hm. Ah, warte. Ich werde nicht fliegen in die Luft. Ich war gerade am Trinken. Boah, Jungs. Gibt es einen Command, der Muter ist? Keine Ahnung. Gibt es einen Command, der Hand Gottes heißt? Ja, David. Töte ihn. Was? Ich habe ihn ernsthaft nicht gesehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn töten könnte. Ja, Ton nehme ich auch mit Fraps auf und Matze mit Audacity. Zumindest meine Audiospur. Davids Audiospur und den Ingame-Sound auch mit Fraps. Nice, bei David ist wieder richtig Action am Start. Und jetzt ist er mad. So, David, was war eigentlich eben los? Hä? Oh, ich kann nicht mehr sprinten, weil ich Hunger habe. Ach so. Habe. Ah! Nein, ich bin am Arsch! Nein! Nein! Ich bin tot! So gut wie. Tust du? Ich hab noch zwei Herzen. Alter, das ist einfach ein lame, das gerade. Ich glaub's nicht. Ich glaube, sabotiert war eh einfach gleich mal das gesamte Team. Ja, aber erstmal for Science. Ich guck mal, ob ich Team Damage machen kann. Au! Oh, Leute, ich kann echt Damage machen. Sorry, Matze. Er schreibt nur noch ein Herz. Ich hab's jetzt. Ich hab's bei dir gemacht, weil die anderen sonst pisst wären. Wo wohnst du? Wir wohnen bei München, sagen wir mal. Das kommt ziemlich genau hin, ja. Mhm. München ist ganz schön eigentlich. Ist korrekt. Du kannst kein Team damit machen, oder was? Nein, kann ich nicht. Jetzt muss ich mit Bows oder sowas. Und scheiße, ich springe nicht mit in den Tod, Mann. Tun sie doch mit 180 da halt. Wie heißt dein Channel? Ja, Troller Detected. Bist du der Echte? Ja. Der Kollege zündet ja schon wieder noch TNT an, ohne Witz. Alter, wie lame, ey. Ich bin ja gespannt, wie es ausgehen wird. Ob ihr euch alle killt oder ob der M8. Ja, kill tut. Ihn doch einfach. Was soll denn diese Scheiße von Fick bekämpfen dauernd? Ehrlich. Das ja. Steckt echt nicht auf. Ich war doch nicht drüben, ich finde ihn nicht. Ist es wieder oben? Was macht er denn? Er ist wieder rausgekrochen aus seinem Loch, glaube ich. Wo ist er denn? Ich bin tot. Unten ist er. Wieso? Bist du tot? Noch bin ich nicht tot, nein. Aber der andere Typ versucht die ganze TNT hinter mir zu planten. Und ich habe ein Herz.
Ne, er macht das 2 Herzen. Ich hab noch ein halbes. Aber ich glaube, ich kann ihm gar keinen Damage machen, weil er in meinem Team ist, ne? Ohne Scheiß, ich spring gleich runter und kill ihn einfach. Ohne Witz. Ist das dein Ernst? Wen killst du? Ja, denn er macht Ritz. Ach so. Versucht sich gerade selbst umzubringen oder was macht? Ja, er macht Selbstmord, glaube ich. Der macht Ritz oder was? Glaube, oder? Was versucht er denn? Tut er denn? Wo ist er? In der Crossbow-artig aussehenden Kanone ja, unten. GG. Er belehrt trotzdem noch. Alles klar. Hallo? Hey! Euch nicht zu, du Lappen. Alter, er repariert ernsthaft die Kanone? Kann ich echt nicht raus. Boah, es zieht sich so krass. Das Problem ist vor allem meiner Meinung nach auch, dass man solche Kanonen, auch wenn er die repariert, meinetwegen, dass man damit voraussichtlich nicht groß was hinkriegen wird. Ah. GG, ich hab keinen Bock mehr auf Chola. Wenn sowas nochmal passiert, war das die letzte Aufnahme. Hab ich echt sowas von keinen Bock. Servus.